Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, dass Sie in unserer kleinen, aber erlauchten Runde zusammenkommen, um über eine Frage nachzudenken, über die es sich wirklich lohnt nachzudenken, nämlich über den Zusammenhang von Demokratie und Demografie. Man könnte auch etwas anders fragen, wie ist es eigentlich mit der Demokratie auf der Zeitachse und mit den verschiedenen Generationen, die in einer Demokratie zusammenleben. Ich will noch mal daran erinnern kurz, dass die Heinrich-Böll-Stiftung sich schon seit einiger Zeit unter dem Slogan Zeit für einen neuen Generationenvertrag mit dem Thema Demografie befasst. Wir hatten im Juni einen großen Kongress, vielleicht war die eine oder der andere da anwesend, wo wir verschiedene Aspekte dieser Idee eines neuen Generationenvertrags durchdacht und diskutiert haben. Dieser Begriff Generationenvertrag ist ja nicht ganz neu und lässt sich sehr Unterschiedliches drunter verstehen. Wir hatten irgendwie die Idee, dass es Zeit ist, nochmal neu über das Zusammenleben der Generationen nachzudenken, vielleicht auch ein bisschen jenseits der ausgetrampelten Pfade, die es natürlich seit langem gibt, und haben da insbesondere über vier Punkte diskutiert, nämlich erstens die Frage von Zukunftsinvestitionen und zukünftigen Infrastrukturen, also was tun wir eigentlich für die Welt, in der wir morgen leben werden, dann die ganze Frage eines neuen Lastenausgleichs zwischen den Generationen, nicht ganz so neu, das hat eine gewisse Tradition. Dann natürlich die ökologische Transformation als eine Schlüsselfrage, auch unter dem Gesichtspunkt Generationengerechtigkeit. Und schließlich eine Idee, die wir unter Vielfalt ermöglichen, diskutiert haben, in der es im Kern darum geht, welche Lebensmodelle, auch welche Zeitmodelle eigentlich den Biografien zugrunde legen, sodass Generationen besser, noch besser, als sie es schon tun, zusammenleben können. Es gab heute Nachmittag so ein Expertinnenfachgespräch hier von der Stiftung angeboten zu zwei dieser Aspekte, nämlich Zukunftsinvestitionen und neue Familienpolitik, und wir dachten, dass es jetzt in einem etwas größeren Rahmen Sinn macht, sich wirklich nochmal explizit die Demokratiefrage vorzuhalten, also die Frage, in welchem Verfahren und in welchem gesetzgeberischen Rahmen sollen sich eigentlich diese Demografieentscheidungen vollziehen. So. Ich muss leider die Moderatorin, die Sie auf Ihrem Programm noch als Namen lesen, Anne Ulrich, entschuldigen. Die ist leider erkrankt, Grippe, ist nicht die einzige hier im Haus. Ich weiß nicht, ob Sie auch Grippefälle in Ihrem Bekannten- und Kolleginnenkreis haben. Wünsche Anne Ulrich, wir sind per Livestream vor einem Millionenpublikum. Alles Gute, und gleichzeitig ist es aber so, dass unsere Sozialreferentin Dorothee Schulte-Baster, die tief in der Thematik drin ist, dankenswerterweise angeboten hat, jetzt nun auch dieses Panel zu moderieren, und Sie sind also heute Abend in guten Händen. Ich wünsche uns hoffentlich eine interessante, möglicherweise auch kontroverse Diskussion. Danke, dass Sie da sind. Bleiben Sie uns verbunden, und ich übergebe an Dorothee Schulte-Baster. Vielen Dank. Ja, danke. Danke, Peter, für die Einführung. Ich will auch gar keine großen Worte vorwegschicken, sondern Ihnen die anderen Damen und Herren hier auf dem Podium gerade vorstellen.
Zum einen ist das Professor Dr. Ursula Münch aus München. Sie ist dort Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr. Sie war von 2009 bis 2011 auch Dekanin der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften. Zugleich ist Frau Münch Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und in dieser Funktion auch heute hier. Sie wird uns vorstellen, dieses spannende Projekt Parlament der Generationen. Herzlich willkommen, Frau Münch, schön, dass Sie da sind. Ja, zu meiner Rechten Wolfgang Gründinger. Wolfgang Gründinger ist Autor und Zukunftslobbyist, kommt von der Stiftung Rechte zukünftiger Generationen und promoviert derzeit an der Humboldt-Universität hier in Berlin zur Rolle der Interessengruppen in der deutschen Energiepolitik. Du hast studiert Politik und Sozialwissenschaften in Regensburg und Berlin und an der University of California in Santa Cruz. Genau. Herzlich willkommen, Wolfgang. Auch dir herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, Peter Siller haben Sie gerade schon gehört. Peter Siller ist Abteilungsleiter der Abteilung politische Bildung Inland hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Er war das schon mal von 2002 bis 2008 und danach von 2008 bis 2012 Scientific Manager des Exzellenzclusters Formation of Normative Orders an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und zuvor von 2002 bis 2005 Referent im Ministerbüro und Mitglied im Planungsstab des Auswärtigen Amtes. Peter, auch dir nochmal an dieser Stelle einen kleinen Applaus und herzlich willkommen. Ja, wir haben das so vereinbart, dass Frau Münch uns zunächst einmal einen kleinen Überblick geben wird über dieses sehr spannende Experiment, von dem ich gespannt bin, nachher vielleicht auch zu hören, ob Sie es schon kannten. Frau Münch, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Schulte-Böster, für die Einführung und für die Einladung. Ganz kurz, ich möchte Ihnen dieses Parlament der Generation jetzt vor allem mündlich darstellen, habe auf Wunsch der Veranstalter einige ganz wenige Fotos mitgebracht und kann eingangs schon sagen, für den Fall, dass ich irgendetwas falsch mache oder unter plötzlichem Gedächtnisverlust leiden sollte, ist erfreulicherweise noch ein ebenfalls Mitbeteiligter vom Parlament der Generation hier im Publikum anwesend. Herr Dr. Wekuschewski war einer unserer Experten im Parlament der Generationen und kann also sicherlich auch mit dazu beitragen, vor allem, weil er auch das Ergebnis des Parlaments der Generation dann eben auch mit wissenschaftlich ausgewertet und eingeordnet hat. Dieses Parlament der Generationen war eine Veranstaltung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2013. Und im Rahmen dieses Wissenschaftsjahrs hatte man eben verschiedene Themen anbieten wollen zum Thema Demografie als Chance zu begreifen, Demografie und den demografischen Wandel nicht negativ nur zu sehen, sondern ihn als Chance zu begreifen. Das war so insgesamt der Tenor dieses Wissenschaftsjahrs. Und das Wissenschaftsjahr, das BMBF kann sich sowas erfreulicherweise leisten, hat eben relativ viel Geld zur Verfügung gehabt und konnte sich dann mit Hilfe einer Agentur, von der auch diese Idee kam, im Rahmen des Wissenschaftsjahrs eine Politik-Simulation einzubauen. Also das Parlament der Generation, die Idee ging ursprünglich auf eine Agentur, auf eine Veranstaltungsagentur zurück mit durchaus politikwissenschaftlichem, sozialwissenschaftlichem Hintergrund und man hatte von deren Seite aus diese Idee, eine Politik-Simulation zum Thema demografischer Wandel zu machen. Dann hat man sich an uns gewandt, an die Akademie für politische Bildung, davor war aber schon das Max-Planck-Institut zum Beispiel involviert und Herr
Dr. Wekoszewski, der auch für das Max-Planck-Institut dort mit beratend tätig war. Und man kam dann eben auf die Akademie für politische Bildung, weil wir eine gewisse Expertise in Sachen Politiksimulation haben. Was war die Intention dieses Parlaments der Generation? Die eine Intention war, was man nicht machen wollte. Man wollte sich mit dem Thema Demografie beschäftigen, man wollte aber kein Bürgerforum machen. Man wollte also nicht so diese übliche Form, wir laden Betroffene ein und die dürfen mal einen Tag lang Vorschläge machen. Das wollte man nicht machen. Aber gleichzeitig wollte man ein Format, das offen genug ist, um Bürgerinnen und Bürger, Interessierte zu beteiligen und dann aber auch gleichzeitig gewisse Ergebnisse zu zeitigen. Was wollte man für Ergebnisse haben? In welche Richtung sollten die gehen? Man ging davon aus, und das wurde dann eben mit unserer Beratung dann auch so weiterentwickelt. Man ging von der Vorstellung aus, wenn man dieses Parlament der Generationen angeht und das so angeht, wie man es dann letztendlich gemacht hat, möchte man beobachten, ob sich die Verteilung, die unterschiedliche Verteilung von Altersgruppen, ob sich das auf Entscheidungsprozesse, auf politische Willensbildungsprozesse auswirkt. Und um das genauer zu überprüfen, hat man Folgendes gemacht. Dieses Parlament der Generationen waren eigentlich zwei Gremien und man hat Bürgerinnen und Bürger einerseits angerufen, andererseits auch offen ausgeschrieben. Man hat aber auch durch Zufallsverfahren angerufen und hat Teilnehmer geworben und Teilnehmerinnen. Und man hat zwei Gruppen gebildet. Wir haben uns demografischen Rat eingeholt, haben Bevölkerungsprojektion uns dazu Rat eingeholt, wissenschaftlichen. Und wir haben einmal versucht und haben das auch ganz gut geschafft, die Bevölkerung des Jahres 2013 in ihrer demografischen Zusammensetzung abzubilden und zum anderen die bundesdeutsche Bevölkerung im Jahr 2050 in einer Gruppe demografisch abzubilden. Demografisch meint einerseits in Bezug auf die Altersgruppen, zum anderen aber unter Berücksichtigung auch des Geschlechts und auch unter Berücksichtigung des sogenannten Migrationshintergrundes, vorhanden oder nicht vorhanden, wobei wir dann nicht spezifiziert haben nach Herkunftsländern oder Regionen, das wäre zu schwierig gewesen. Und wir haben versucht, auch den Bildungsstatus, den formalen Bildungsstand mitzuerfassen. Das waren diese vier Größen. Und man hat dann Teilnehmer und Teilnehmerinnen rekrutiert, die einigermaßen in dieses Bild hineingepasst haben. Also man hat versucht, jemanden, einen 50-Jährigen oder eine 50-Jährige sein zu lassen im Parlament der Generation, der ungefähr auch in dieser Altersgruppierung war. Man hat versucht, den Migrationshintergrund entsprechend auch mit der Wirklichkeit abzubilden. Das heißt, im Unterschied zu einer Politiksimulation, die Sie vielleicht auch kennen, wie Model United Nations, wo man in eine völlig andere Rolle hineinschlüpft. Das wollte man den Teilnehmern aus gutem Grund nicht antun. Das war auch ganz sinnvoll so, weil das war ohnehin schon eine gewisse Steigerung für viele Leute. Was Sie hier jetzt auf diesem Bild sehen, das Ganze hat stattgefunden, das war sehr attraktiv, war auch für viele Leute ein Grund, daran teilzunehmen, dass das im früheren Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn stattgefunden hat, dieses Parlament der Generation. Und wir haben gelernt, dass es ganz wichtig ist, wenn man solche Sachen macht, es muss einerseits also eine attraktive Umgebung, ein attraktiver Ort sein und es muss natürlich dann auch entsprechend durch Maßnahmen von dieser Werbeagentur oder von dieser Agentur dann auch eingebunden sein. Also die Intention war zu sagen, wie unterscheiden sich eigentlich politische Entscheidungsprozesse zwischen diesem Parlament der Generation im Szenario von 2013 im Vergleich zum Szenario von 2050? Weil ganz offensichtlich war, dass wir eben im Jahr 2050, wir hatten vier Gruppen von Teilnehmern, wir haben die eingeteilt nach Altersgruppen, die dann auch verschiedene Symbole bekommen haben, um das sichtbar zu machen. Und es war eben sehr augenfällig, dass die Gruppe derer, die dann da saß für das Jahr 2050, eben sehr viele ältere Herrschaften waren, die man auch als solche dann erkannt hat, weil sie eben auch im wahren Leben die Älteren waren und wir eine sehr kleine Gruppe von jungen Leuten hatten. Das war also sehr sichtbar, also die Unterschiede zwischen dieser Population 2013 und 2050 war sehr offensichtlich. Was sollten die machen, die Leute? Die hatten zwei Tage Zeit in Bonn und die sollten sich austauschen
über Vorschläge, die in drei Arbeitsgruppen, in drei Ausschüssen behandelt worden sind. Das eine ging um Bildungsfragen. Wo, auf welche Weise sollen welche Bildungsmaßnahmen präferiert werden und wie werden Gelder ausgegeben? Werden diese Gelder eher für die jüngere Generation, für die nachwachsende Generation, für die Weiterbildung der Lehrer oder für Fortbildungsmaßnahmen ausgegeben? Dann gab es eine Arbeitsgruppe, einen Ausschuss in unserem Jargon, weil man sich ja an Parlamentsarbeit angelehnt hat, der sich mit Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Arbeitswelt und Erwerbsleben auseinandergesetzt hat. Da gab es einerseits dieses ein Vorschlag, eher so ein klassisches Familienmodell in Phasen, das Problem von oder die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie zu vereinbaren oder beides gleichzeitig auszujonglieren. Und dann hatten wir noch ein drittes Ausschussthema, das war die Frage, wie geht man eigentlich mit Regionen um, die ausdünnen. Wir haben dieses wunderbare Schlagwort der Verwolfung gelernt, das ich bis dahin nicht kannte. Und man ging mit der Frage um, was macht man mit Regionen, die schlicht und ergreifend ausdünnen? Welche Konzepte gibt es und welche Vorschläge von Seiten der Teilnehmer? Wir hatten für jeden dieser Ausschüsse, in beiden Szenarien gab es die gleichen Ausschussthemen, es gab die gleichen inhaltlichen Vorschläge und wir hatten für jeden dieser Ausschussfachthemen jeweils einen Fachwissenschaftler bzw. eine Fachwissenschaftlerin, die den Leuten im Grunde dann in diesen Ausschüssen dieses Thema nahegebracht hat, um das zeitlich einigermaßen zu vereinbar zu machen mit diesem Zwei-Tages-Programm, haben die Teilnehmer feste Beschlussvorlagen bekommen, in die man eigentlich nur noch die Entscheidung treffen musste, nur noch in Anführungszeichen, naja, was hat Hauptpräferenzen, wie viel Geld gibt man für was aus und welche Maßnahme präferiert man? Und was wir dabei festgestellt haben, ist, dass die Leute dann zum einen sich eben auseinandergesetzt haben zwischen diesen verschiedenen Altersgruppen und da zunächst mal relativ viel Harmonie vorhanden war, dass es dann aber in einzelnen Bereichen doch relativ auch durchaus nennenswerte Interessensunterschiede gegeben hat. Die Teilnehmer haben sich also für das Jahr 2013 in drei Ausschüssen mit drei verschiedenen Themen beschäftigt, wobei jede Person immer nur in einem Ausschuss war, also man hat sich nur mit einem Thema beschäftigt. Man hat aber gleichzeitig, wir haben dann diesen Gedanken der Fraktionen nachgebildet und haben gesagt, wir haben keine Fraktion, weil wir ja keine Parteizugehörigkeit abbilden, sondern wir haben sogenannte Generationenräte bilden lassen. Man traf sich dann also als junger Mensch, in unserem Jargon der Starter, oder als alter Mensch, in unserem Jargon die Könner und die Könner, waren die Mittelalten und die ganz Alten, die trafen sich jeweils in ihren Fraktionen und haben dann übergreifend sich auch mit Themen beschäftigen können und waren dort altershomogen. Was wir festgestellt haben als Ergebnis des Parlaments der Generationen, die Interessensunterschiede gingen nicht allzu weit, aber es gab Interessensunterschiede zwischen den einzelnen Teilnehmern. Wir haben Alterseffekte durchaus feststellen können. Wir haben festgestellt, dass sich im Jahr 2050, in dem Szenario 2050, wo einfach sehr wenig junge Leute da waren, haben wir zwei Beobachtungen gemacht. Zum einen mussten die sich zum Teil, vor allem im Ausschuss Bildung, mussten die sich der Mehrheit weichen und der Mehrheit nachgeben, weil die Mehrheit der Älteren andere inhaltliche Vorstellungen hatten und dem mussten die Jungen nachgeben. Das war das eine Ergebnis, Zugeständnisse machen, die sie eigentlich nicht gerne mitgetragen haben. Das andere Interessante war, dass die Jungen unheimlich gut zusammengehalten haben. Das war für uns ganz auffallend. Diese anderen Altersgruppen, vor allem in dem Szenario von 2050, hatten wir ja große Gruppen mit Alten oder Mittelalten, die relativ heterogen waren, also Interessensunterschiede hatten, während die Generation der Starter, also der jungen Leute, es war die jüngste Gruppe, die war relativ klein, die haben sehr gut zusammengearbeitet, haben sich unheimlich intensiv ausgetauscht und haben versucht und haben das auch geschafft, an einem Strick zu ziehen. Sie hatten das Pech, sie waren so wenige, das an einem Strick ziehen hat nicht wirklich gut geholfen, aber man hat schon wahrnehmen können, dass
dass man, also diese Kleinheit, diese geringe Quantität, und das ist auch immer mein Tenor in der politischen Bildung, dass man den doch durch Qualität in der Argumentation durchaus zumindest zu einem gewissen Maße ausgleichen kann, indem man die anderen nämlich schlicht und ergreifend auch überzeugt, wobei das eben nicht in jedem Ausschuss gelungen ist. Also das war das eine. Es gibt altersgruppenspezifische Alterseffekte. Es gibt Alterseffekte, gleichzeitig dieser unterschiedliche Zusammenhalt, sodass man die Jugend es sich zum Vorteil machen kann in dem Szenario, wo sie tatsächlich weniger werden, dass sie dann unter Umständen schlagkräftiger sind, weil sie eben kleiner sind. Weitere Konfliktlinien verlaufen aber eben nicht nur zwischen den Generationen, das war ansonsten gar nicht so dramatisch, sondern es bleibt bei den Konfliktlinien innerhalb der Generationen. Also auch das ist ja im Grunde ein gesellschaftlicher Tatbestand, den man jetzt schon sieht, aufgrund von Individualisierung und Pluralismus der Lebensverhältnisse. Es gibt nicht die homogene Generation, weder die junge Generation ist homogen, noch die älteren Generationen sind homogen. Auch das haben wir beim Parlament der Generationen festgestellt, damit Sie mal ein anderes Bild noch sehen. Das war so eine Ausschusssitzung. Hier dann auch noch mal ein Teil aus dem Parlament heraus, so als kleiner Ausschnitt noch, was wir gemacht haben. Was wir ebenfalls festgestellt haben, dass es zum Teil, das war vor allem bei dem Ausschuss, der sich mit den schrumpfenden Regionen beschäftigt hat, dass wir da festgestellt haben, dass relativ häufig die Interessen der Menschen, der wenigen Menschen, die dort noch Kinder haben, sich mit denjenigen decken, die Pflegebedarf haben. Dass da ungefähr im Grunde dieselben Interessen bestehen. Das war recht auffallend, die sich dann auch schlicht und ergreifend zusammengetan haben. Auch hier also zum Teil dann Konflikte relativ häufig miteinander dann verzahnt sind. Also insgesamt war so dieses Ergebnis, das war dann auch in so einem Abschlussgespräch dann noch, das Ganze wurde alles öffentlichkeitswirksam dann ja auch noch dargestellt. Vom BMBF aus wurde das Ganze auf den Punkt gebracht, kein Krieg der Generationen. Das stimmt grundsätzlich, wobei das BMBF natürlich dann auch dazu geneigt hat, die Konflikte, die es gegeben hat, dann auch ein bisschen weich zu spülen. Man wollte auch keinen Konflikt der Generationen verkünden müssen und musste das dann auch tatsächlich nicht wirklich. Aber es gab, wie gesagt, es gab durchaus nennenswerte Alterseffekte. Was das Faszinierende an diesem Politiksimulation war, die bis jetzt nur einmal stattgefunden hat. Wir wollen die, wenn irgend möglich, in einem Jahr im Bayerischen Landtag, aber in einem wesentlich kleineren Format nochmal stattfinden lassen, ist, dass es die Leute also einerseits sich inhaltlich mit dem Thema demografischer Wandel beschäftigt haben. Man hat sich mit dem Thema, wie verteilen wir Ressourcen im Bereich der Bildung, wie verteilen wir Ressourcen beim Thema schrumpfende Regionen und wie verteilen wir Ressourcen beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben. Das sind drei klassische Themen aus dem Bereich des demografischen Wandels. Das war das Schöne, dass man sich damit inhaltlich auseinandergesetzt hat und dass man gleichzeitig diesen demografischen Wandel tatsächlich buchstäblich vor Augen geführt hat, in keinem abstrusen Szenario, nicht in einer Weltuntergangsstimmung, sondern in einer Arbeitsatmosphäre. Und aus Sicht derjenigen, die sich dann noch mit politischer Bildung beschäftigt, war das Schöne, dass die Leute verstanden haben oder zumindest einen Eindruck bekommen haben. Und ich glaube, sie haben es auch die meisten verstanden, die auch bis dahin relativ politikfern waren, zwar interessiert, aber politikfern, wie mühsam politische Entscheidungsprozesse sind. Das war ein ganz wichtiger Lerneffekt. Das haben sehr viele in der Evaluation als Rückmeldung gegeben, dass sie zum ersten Mal richtig verstanden haben, wie schwierig es ist, Frau Wagner Abgeordnete zu sein. Soweit von meiner Seite. Wir haben draußen noch so ein paar Prospekte, wie das abgelaufen ist. Wen es interessiert, das liegt draußen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Frau Münch. Ich hätte noch zwei Verständnisnachfragen. Also zum einen würde mich noch interessieren, könnten Sie noch mal was dazu sagen? Sie sprachen von den unterschiedlichen Altersgruppen, also wie genau die Altersspannen der Starter, der Könner und was war? Könner und Kenner. Ah, oh wow. Ja. Mit dem Alter von 16 Jahren.
Ja. Die Starter waren 15 bis 30, die Macher 31 bis 50, die Könner 51 bis 66 und die Kenner ab 67. Unser ältestes Mitglied war, glaube ich, 85. Das war unser Alterspräsident. Oh, wow. Okay, herzlichen Dank. Und dann würde mich noch interessieren, Sie sprachen von den Ergebnissen. Haben Sie auf Basis dieser Ergebnisse, gab es auch so etwas wie institutionelle Schlussfolgerungen, die Sie gezogen haben in der Auswertung des Projekts? Also wir haben einen informellen kleinen Abschlussbericht gemacht, der teilweise auch hier in dieser Broschüre enthalten ist, wo man so ein paar Schlussfolgerungen gezogen hat. Wir hatten eine wissenschaftliche Beobachtung vom Institut für Altersforschung, waren drei wissenschaftliche Beobachter dabei, die dann auch so einen kurzen Abschlussbericht geschrieben haben. Von Seiten des BMBF war der Hinweis der, dass es von deren Seite aus einfließt in insgesamt das Demografieprojekt der Bundesregierung. Also das fließt schon von Seiten des BMBF, tröpfelt es ganz leicht einige dieser Ergebnisse in die demografierelevante Arbeit der Bundesregierung ein. Allzu hoch bewerten sollte man das vermutlich nicht. Gut, herzlichen Dank. Ja, kein Krieg der Generationen war sozusagen das Ergebnis. Wo ist also das Problem, Wolfgang? Gibt es ein Problem in Bezug auf Demografie und Generationen und Generationengerechtigkeit, und wenn, wo liegt es? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, der Krieg der Generationen fällt aus, weil sich innerhalb der Familien Jung und Alt sehr gut verstehen. Wenn man die jungen Menschen fragt, sagen viele, ich würde meine Kinder so erziehen, wie ich selbst erzogen worden bin. Es gibt sicherlich Konflikte innerhalb der Familien, aber die sind oft nicht politisierbar. Dennoch hinterlassen wir eine sehr schwere Hypothek. Ich gebe mal zwei aktuelle Beispiele. Das erste Beispiel heute hat in peruanischen Lima die mittlerweile 20. Conference of the Parties der UN-Klimarahmenkonvention begonnen. Dieser UN-Klimagipfel wird nicht beschließen, ein globales Aufforstungsprogramm, wird nicht beschließen, verbindliche nationale Klimaziele, und wird nicht beschließen, den massiven weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien, geschweige denn die Abschaffung von Subventionen für fossile Energien. Dieser Klimagipfel wird nur beschließen, dass sie im nächsten Jahr, im dann mittlerweile 21. UN-Klimagipfel, einen Beschluss fassen wollen. Einen Beschluss zu fassen. Wenn man künftige Generationen, die übrigens beim Parlament der Generationen naturgemäß nicht repräsentiert sein konnten, fragen würde, was würdet ihr denn beschließen, dann würden sie eben dieses beschließen. Aber naturgemäß können sie eben nicht repräsentiert werden und haben keinerlei Stimme, die sie in die Waagschale werfen können. Zweites Beispiel. Morgen feiern wir hier in Berlin einen Festakt zu 125 Jahre deutsche Rentenversicherung. Das ist tatsächlich ein Festakt, weil ich glaube, kein kapitalgedecktes System hätte es so lange überlebt und so gut funktioniert. Aber dieses Umlageverfahren ist auch reformbedürftig. Und wenn ich jetzt wieder die junge Generation fragen würde, wie würdet ihr denn abstimmen, wie ein Rentensystem der Zukunft aussehen muss, dann glaube ich, dass die Antwort wäre, wir wollen genauso armutsfeste und am besten Lebensstandards sichernde Renten haben. Aber genau das wird nicht kommen, die Altersarmut nimmt bereits zu, und davon am härtesten getroffen werden eben die jüngeren Generationen, weil auch von der neuen Segnung der Rente mit 63 werden nur die älteren Jahrgänge profitieren, die heutigen Jungen haben gar nichts davon, sie sind Nettozahler dieses Rentenpaketes. Und auch die Mütterrente, so sehr ich es meiner Mutter gönne, die zwei Kinder alleine aufgezogen hat und auch den verhängnisvollen und fatalen Fehler gemacht hat, diese Kinder vor dem berühmten Stichjahr 1992 zu gebären. Es ist ein Problem der Finanzierungen. Woher nehmen wir das Geld? Und dieses Geld kommt eben von den künftigen Generationen. Okay. Ich will das vielleicht meine Frage nochmal präzisieren. Wo ist das Problem für die Demokratie? Die spannende Frage ist ja, von welcher Prämisse man ausgeht. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 hatte die junge Generation ein Gewicht, das so gering war wie noch nie zuvor.
Die unter 30-Jährigen, das ist quasi jeder, der jünger ist als ich, weil ich gerade noch Starter bin, nicht mehr lange, dann bin ich Macher, hatte ein Stimmgewicht von 14,4% der Stimmen. Die über 60-Jährigen hatten ein Stimmgewicht von 34,4% der Stimmen. Also mehr als doppelt so viel Stimmgewicht wie junge Generation. Und dann ist die Frage, ist das ein Problem oder nicht? Man kann da zweierlei Meinung sein. Die Meinung, die Hans-Werner Sinn vertritt, ist, die Alten sind alle Egoisten. Sie entscheiden nach rationalem Kalkül im Eigensinn, so wie ein Vulkanier Mr. Spock aus der Enterprise oder wie ein Rechencomputer. Oder man kann der Meinung sein, dass die Alten eben nicht solche Rechencomputer sind, die nur eigensinnig handeln und nicht an Zukunft denken, sondern dass sie vielleicht über sich hinaus denken können, dass sie Kinder und Enkel haben, an die sie denken. Und dann ist es kein Problem mehr. Ich fürchte allerdings, dass die Wahrheit sicherlich kompliziert ist und irgendwo in der Mitte liegt. Es gibt berühmte Studien des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung, die Harald Wilkoschewski gemacht hat, der hier vorne sitzt. Und diese Studie hat man herausgefunden durch eine Befragung von 14.000 Menschen in Deutschland. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein 65-Jähriger zum Beispiel die Erhöhung des Kindergeldes befürwortet, um 85% weniger wahrscheinlich ist, als die Zustimmung eines 20-Jährigen zu einem höheren Kindergeld. Und genau die gleichen Effekte haben wir auch bei öffentlicher Kinderbetreuung oder bei flexiblen Arbeitszeiten für Familien. Wenn man Gisela Erler fragt, das ist die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg von der dort grün-roten Landesregierung, dann sagt sie, mit direkter Demokratie hätte ich die Krippenpolitik niemals durchbekommen, die wäre niedergestimmt worden. Und wenn man daran denkt, dann ist es schon ein Problem, dass die Gesellschaft älter wird und die Jungen immer weniger werden. Peter, in diesem ganzen Zusammenhang, was ist die Bedeutung oder was kann der Sinn sein, neu über den Generationenvertrag sich zu verständigen in puncto dieser Demokratiefrage? Also ich will vielleicht mal vorweg sagen, dass mein Eindruck ist, dass die Schlussfolgerung von Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel, Zukunftsverantwortung, das sind ja auch nochmal unterschiedliche Sachen, aber ich nehme das jetzt mal zusammen, in Reflexion auf die Demokratiefrage relativ neu ist. Deswegen hätte ich auch gern nochmal nachgebohrt, was eigentlich so institutionelle Ansätze sein könnten. Ich sage es mal ganz vorsichtig, aus so einer sehr beeindruckenden Simulation. Ich glaube, ich meine, die Kontroverse ist ja anspruchsvoll, weil ich sag mal, was ökologische Forderungen anbetrifft oder was Rentenforderungen anbetrifft, da ist ja der Diskurs relativ etabliert, da habe ich auch nichts hinzuzufügen. Aber was das heißt für unsere demokratischen Verfahren, scheint mir relativ Neuland. Und ich spreche jetzt nicht für die Stiftung, sondern ich denke mal laut nach, als jemand, der sich seit langer Zeit mit politischer Philosophie versucht nachzudenken in einem tieferen Sinn. Ich habe eine gewisse Sorge, dass es so einen Reflex gibt, in Reaktion auf diesen Druck, der unbestreitbar ist, dass am Ende in Bild eigentlich entweder in eine Demokratie-Skepsis zu gießen, das wäre der Worst Case, oder zumindest eigentlich Wege zu suchen, die an der Demokratie vorbei oder unter Einschränkung der Demokratie diese Ergebnisse, die angeblich ganz klar und objektiv gelten, zu suchen. Ich sehe das auch so ein bisschen als das Thema, also für mich wäre das die Frage des Abends, mal dieser Frage ein bisschen nachzuspüren, jetzt wirklich mit Blick auf Demokratie. Und ich würde zunächst mal sagen, es ist, glaube ich, völlig unbestritten, dass der demografische Wandel, der an einem Punkt eine absolut frohe Botschaft ist, nämlich die Leute werden älter und sie bleiben länger gesund und aktiv, dass das in der Verteilung der Alterskohorten ganz sicher auch
die Gefahr impliziert, dass bestimmte Interessen, in dem Fall jetzt eher von jüngeren Altern, unter die Räder kommen können. Nur, was ist jetzt die Schlussfolgerung? Und vielleicht mal noch so zwei Hinweise. Das eine ist, wahrscheinlich ist es schon so, das würde ja auch diese Studie belegen oder diese Untersuchung, dass es so eine Art motivationales Problem gibt, advokatorisch Interessen zu vertreten, je weiter das vom eigenen Leben weg ist. Das hat übrigens erstmal mit der Generation, also mit der Zeitachse noch nicht mal was zu tun. Das gilt natürlich genauso in der Raumachse. Also eine Demokratie ist wahrscheinlich in gewisser Weise versucht, Interessen umso weniger zu gewichten, je weiter weg sie räumlich sind. Und genauso, je weiter weg sie zeitlich sind. Jetzt kommt noch ein Problem dazu. Das räumliche Problem der Interessensaggregation von Demokratie geht ja immer noch, kann ja immer noch den demokratischen Anspruch erheben, reale Lebensentwürfe und reale Interessen irgendwie einzubeziehen. Was zukünftige Generationen wollen, wissen wir ja gar nicht. Gott sei Dank. Ja. Das wäre ja eine katastrophale Idee, dass wir jetzt schon wissen, was unsere Kindeskinder wollen. Ja, das müssen die schon selber formulieren. Und zwar sowohl, was ihre Eigeninteressen angeht, auch was ihre moralischen und Gemeinwohlvorstellungen angeht. Das heißt politische Freiheit. Deswegen reden wir ja, das macht die Sache nur, um sie noch weiter zu verwirren, noch komplizierter, dass wir ja sowieso eigentlich mit Blick auf zukünftige Generationen nur über die Dinge reden, von denen wir denken, dass sie sie genauso brauchen oder noch mehr als wir, um dann diese Freiheit auch wahrnehmen zu können. Also da ist ja schon so ein Zirkel drin. So. Und jetzt würde ich in der Tendenz für folgenden Weg plädieren. Ich glaube, dass man eigentlich ein Bild unserer Demokratie zeichnen müsste, in der die Auseinandersetzung in der Gesellschaft, aber auch in den Parlamenten, im politischen Raum, im demokratischen Raum, nicht als Interessenskampf beschrieben wird. Das ist eine normative Aussage. Sondern in dem die Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung, letztlich als Streit ums Gemeinwohl, als Streit um unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit beschrieben wird. Das heißt, ich trete den politischen Akteur nicht gegenüber und sage, du bist 70 und hast vielleicht noch die Hautfarbe und den sozialen Hintergrund, deswegen vertrittst du jetzt dieses Interesse, also so eine identitätspolitische Idee von Interesse, sondern dass wir uns erstmal als gleiche Bürger begegnen und uns um unterschiedliche Vorstellungen vom Gemeinwohl streiten. Jetzt mag man sagen, das ist ja vielleicht, klingt jetzt vielleicht irgendwie naiv, wenn man sich die politische Praxis anschaut. Ich würde sagen, es ist vielleicht so halb naiv, weil es gibt auch viele Beispiele, wo ich schon sagen würde, das ist kein Interessenkampf, sondern das ist eine Form von Argumentation. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir um diese Form der Demokratie kämpfen sollten. Um eine Form, die nicht als Interessenskampf sich organisiert, sondern als Diskurs auf der Suche zwischen unterschiedlichen politischen Vorstellung. Und das würde für mich für die Demografiedebatte und die Beispiele, die hier eingeführt wurden, eigentlich heißen, dass man diese Position endlich offensiv, also zum Beispiel Generationengerechtigkeitsposition, offensiv in den demokratischen Diskurs einführt, laut und deutlich, und dass man den Streit, dass diese Gesellschaft wirklich anfängt, sich zu streiten,
anstatt so eine Idee zu verfolgen, naja, wenn es die Demokratie nicht hinkriegt, dann schreiben wir es halt in die Verfassung und zur Not fragen wir das Bundesverfassungsgericht, das wird die objektive Wahrheit schon exekutieren. Oder dass man sagt, naja, dann machen wir eine zweite Kammer, ich übertreibe jetzt mal, und wenn es die dummen Demokraten nicht hingehen, dann machen es halt die Experten. Ja. Oder dass man sagt, naja, dann tritt man sich halt nicht mehr als gleiche Wähler gegenüber, sondern dann bringt halt Ursula von der Leyen 8 Stimmen mit und der Rest nur noch 2 oder 3. So, das wäre für mich der andere Weg, jenseits der Demokratie diese Fragen zu lösen. Da würde ich uns dringend davon abraten. Mindestens ein Widerspruch. Deswegen habe ich es ja gesagt. Ach so. Ich habe vor 3 Monaten gemeinsam mit 15 Kindern und Jugendlichen eine Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht, um das Mindestwahlalter abzuschaffen. Damit auch Kinder und Jugendliche ihre Stimme wahrnehmen können, weil momentan haben sie nämlich gar keine. Und es wäre, glaube ich, ein Schritt zu mehr Demokratie und zugleich zu mehr Generationengerechtigkeit, wenn auch junge Menschen wählen dürfen, sobald sie es wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass dann Ursula von der Leyen 7 Stimmen mehr bekommen würde, sondern das hat damit zu tun, dass auch die junge Generation eine Stimme braucht, die sie genauso wie die ältere Generation einsetzen kann. Denn momentan sind 14 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland allein aufgrund eines Kriteriums, nämlich des Alters, willkürlich und pauschal von demokratischer Mitbestimmung in Deutschland ausgeschlossen. Darf ich dazu nochmal was sagen? Also das ist natürlich jetzt so, deswegen kam ich auch drauf, weil ich das bei euch nochmal gelesen habe. Das ist ja so ein Klassiker, das ist auch ein interessantes Feld, weil das ja ein relativ softer oder vielleicht eher softer Vorschlag ist im Vergleich dazu, dass man bestimmte Entscheidungen zum Beispiel überhaupt aus der Demokratie abzieht. Du kannst ja auch was in eine Verfassung schreiben, gut, dann kannst du es mit 2/3 Mehrheit noch ändern, aber du kannst eigentlich als Parlament nicht mehr so ohne weiteres dich dazu verhalten, in dem Sinn soft. Ich kann da nur sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ganze Argument nicht. Ich finde es total interessant, sich zu überlegen, ab wann man sozusagen ein politisch mündiges Subjekt verortet, und das ist im Recht immer typisiert. Da kann man sagen mit 16, und wenn man sagen würde mit 14, würde ich auch sagen, okay, aber als jemand, der gerade vor 6 Wochen Vater geworden ist zum zweiten Mal und das andere Kind ist gerade 7 geworden, ich weiß, das ist so eine kokette, das klingt erstmal gut, 6 Wochen alte Babys haben in dieser Demokratie keine Stimme, oder 6 Jahre alte Kinder haben in dieser Demokratie keine Stimme. Ja gut, die haben halt einfach auch noch keine Stimme. Ja. Und dann muss man sich vielleicht eher mal ernsthaft drüber unterhalten, ab welchem Alter wir der Meinung sind, dass sie eine Stimme haben sollten. Und da wäre ich total offen. Das andere ist ja die Frage, wenn Sie keine Stimme haben, also letzte Woche gab es den Vorschlag von Manuela Schwesig, also das Elternstimmrecht. Ja, wäre das dann die Alternative? Wäre das Pest gegen Cholera, Not gegen Elend, oder wie ist das einzuschätzen? Dieses plurale Stimmrecht ist eine alte Idee, gab es übrigens schon vom Kreisauer Kreis, Widerstandskämpfer, die diese Idee des Kreisauer Kreises damals schon aus ganz konservativen Überlegungen heraus, Menschen mit vielen Kindern sollten auch mehrere Stimmen haben, gab es dann immer wieder. Es gab auch eine frühere Bundesverfassungsrichterin, die das vorgebracht hat. Kann man sicherlich trefflich drüber streiten. Das Problem ist nur, wir reden über die Stimmen, und müssen gleichzeitig feststellen, selbst diejenigen, die ein Stimmrecht haben, nutzen es gar nicht. Also wenn wir uns anschauen, die Wahlbeteiligung von Erstwählern und von denjenigen, die zum zweiten Mal wählen gehen dürften, die gehen aber nicht mehr. Die Erstwähler gehen noch wählen,
auch mit relativ niedrigem Anteil. Sie könnten wesentlich häufiger gehen, aber da geht es noch einigermaßen. Aber wenn die jungen Leute zum zweiten Mal zum Wählen gehen dürften, also Anfang 20, 23, 24, dann verzichtet ein ganz, ganz großer Teil auf dieses Wahlrecht, gibt diese Möglichkeit auf, aus welchen Gründen auch immer. Das Schwierige ist eben nur, die Älteren gehen zum Wählen. Die Wahlbeteiligung ist bei den 60- bis 75-Jährigen am höchsten. Also da ist einfach eine ganz große Diskrepanz. Das kann man natürlich nicht nur, man muss es nicht nur den jungen Leuten die Schuld in die Schuhe schieben. Das hat sicherlich auch viel mit Politikverdruss zu tun, der mal mehr, mal weniger berechtigt sein mag. Aber man gibt schlicht und ergreifend eine gewisse Möglichkeit der Wahlbeteiligung und der Mitsprache außer Hand. Das wäre vermutlich bei direktdemokratischen Entscheidungen unter Umständen noch eine größere Verzerrung. Ich würde ganz gerne noch auf Ihren Punkt, Herr Siller, eingehen, dass Sie sagen, eine politische Auseinandersetzung muss mehr sein als ein Interessenkampf. Es solle doch eher, Sie plädieren ja für einen Streit um das Gemeinwohl. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann nicht so recht nachvollziehen, dass Sie das als zwei unterschiedliche Sachen sehen. Also auch der Interessenskampf, Interessenskonflikte sollen, das ist zumindest die Locke'sche Vorstellung eines a posteriori Gemeinwohls, sollen dann irgendwann mal in ein Gemeinwohl münden. Ich selbst muss mich aber nicht per se für das Gemeinwohl einsetzen, weil ich eine unterschiedliche Wahrnehmung vom Gemeinwohl habe. Und meine Gemeinwohlkonzeption oder Vorstellung hängt meines Erachtens schon relativ stark von meiner Interessenlage ab. Und die mag sich eben von Leuten, die in einer völlig anderen materiellen Situation, in einer völlig anderen generationellen Situation und so weiter und so fort dramatisch unterscheiden oder auch weniger dramatisch. Also diese Gegenüberstellung, die Sie ja auch sehr zugespitzt haben, ist meines Erachtens, das könnte man so sich vorstellen, wenn wir keine Ressourcenkonflikte und keine Ressourcenknappheit hätten. Dann könnte man sicherlich trefflich streiten, was tut man mit dem, von dem von allem zu viel gibt. Da aber zum menschlichen Leben wahrscheinlich immer Knappheit an Ressourcen zugehören wird, denke ich mir, halte ich das tatsächlich für eine recht eine eher theoretische Unterscheidung, die meines Erachtens in der Praxis nicht funktioniert. Aber wenn ich da, das ist ja jetzt vielleicht am Anfang ein ganz interessanter Punkt, nochmal nachhaken darf. Also zunächst mal, vielleicht habe ich mich da nicht präzise genug ausgedrückt. Ich glaube, dass es in der Demokratie wahnsinnig wichtig ist, dass Menschen ihre Interessen vertreten. Deswegen ist auch aus meiner Sicht Lobbyismus, solange er die Distanz zu der politischen Sphäre, auf die ich gleich komme, hält, absolut notwendig. Das gilt sozusagen für Verdi, genauso wie für den Bund Deutsche Automobilbauer und was weiß der Kuh. Weil ich kann überhaupt die Frage nach Gerechtigkeit und Gemeinwohl oder wie immer Sie die nennen wollen, erst stellen, wenn ich weiß, welche Interessen eigentlich in dieser Gesellschaft existieren und die müssen artikuliert werden. Insofern sehe ich da ganz klar einen Link. Mein Punkt war nur, was für eine Idee vom Menschsein, ich sage das mal so, so einfach, vom politischen Bürger haben wir eigentlich. Glauben Sie, ist unsere Idee, das sind Menschen, die haben Interessen und diese Interessen werden dann sozusagen moralisch verklausuliert, argumentiert. So, ich meine, mir fallen da auch Beispiele ein, aber das ist... Und da würde ich auch sagen, ich weiß nicht, wie Locke sich das genau vorgestellt hat, aber wenn er sagt, da vertritt jeder seine Interessen und am Ende kommt dann durch so einen wundersamen Mechanismus was Gerechtes dabei raus, das glaube ich überhaupt nicht, sondern meine Erfahrung ist eigentlich, vielleicht sollte man das mal wieder deutlicher machen und da sehe ich auch die Rolle der Parteien, sich nicht als Interessensvertretung einfach zu gerieren, die FDP hat damit ja Erfahrung gemacht, wie das in Reihenform aussieht, sondern sich eher mal deutlich zu machen, wie man im Bewusstsein von Interessenslagen und okay, auch eingefärbt von mir aus von Interessenslagen zu Antworten kommen, die es auch wirklich verdienen, zum allgemeinen Gesetz zu werden. Denn keinen anderen Auftrag hat ja die Legislative. Also diesen Verallgemeinerungsschritt
auch zu tun. Das erwarte ich von allen Parteien, wo, zu welchen Antworten sie auch immer kommen. Und in dem Sinn nochmal zurück zu Ursula von der Leyen und unserem kleinen Beispiel mit dem Elternwahlrecht, finde ich das halt hochproblematisch, weil das eigentlich von so einem Interessenskampfbild her denkt. Ja. Und dann kann man, dann sagt man eben, genau wie Sie das beschrieben haben, ja, ich habe hier aber 7 Interessen und jetzt habe ich eben auch 7 Stimmen. Haben Sie ja gar nicht argumentiert, aber das scheint mir in dieser Logik zu liegen, anstatt dass man mal sagt, okay, wir überlegen uns jetzt mal Antworten auf Generationengerechtigkeit, und da bin ich ökologisch und sozial ganz nah dran, gemeinsam im demokratischen Diskurs. Das ist einfach ein anderes Bild der Demokratie. Ich habe auch ein Bild der Demokratie. Das sagt zum ersten Mal ein Mensch eine Stimme, egal welches Alter er oder sie hat. Aber davon abgesehen, ich möchte nicht das jetzt zu einem Diskurs nur über das Kinderwahlrecht machen. Nicht das Elternwahlrecht, sondern das Kinderwahlrecht. Sondern ich möchte auch mal nach anderen Möglichkeiten fragen, wie wir denn mehr Zukunftsverantwortung in unserem demokratischen System verankern können. Und da gibt es viele Vorschläge, die ich glaube, lohnt es zu diskutieren. Zum Beispiel einmal über ein Mahnmal oder ein Kunstwerk für Generationengerechtigkeit, dass die Abgeordneten im Deutschen Bundestag daran erinnert, dass sie Zukunftsverantwortung wahrnehmen können und auch sollen. Zum Beispiel repräsentiert durch einen leeren Stuhl im Parlament, der dann für die künftigen Generationen steht, damit man die im Geiste bei dem Gesetzgebungsverfahren mitdenkt. Das wäre eine Idee, die man diskutieren kann. Eine andere, da gewöhnt man sich vielleicht, sind auch anderen auch noch leer, ne? Frau Wagner, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, da gewöhnen sich die Abgeordneten verdammt schnell, da würden wir uns alle sehr schnell treffen. Ja, ist eine Idee, die man kann man diskutieren, finde ich. Symbol, genau, aber es ist genau eine Symbolpolitik, die es glaub, auch manchmal braucht. Auch im Grundgesetz gibt es viele Symbole, wie Verantwortung vor Gott und sowas. Da steht da alles drin und ich glaube, es braucht auch Symbole im menschlichen Leben. Eine andere Idee, die Peter Siller auch schon kritisch aufgeworfen hat, war, dass man eine dritte Kammer schafft, also so eine Art Zukunftsrat, der neben Bundestag und Bundesrat mit im Gesetzgebungsverfahren involviert wird und da als Anwalt, als Vertretung der künftigen Generationen die Interessen der künftigen Generationen versucht zu erahnen und zu artikulieren. Vielleicht sogar mit so etwas wie einem suspensiven Vetorecht. Niemals einen absoluten Vetorecht, weil wir natürlich die Souveränität des Parlaments aufrechterhalten müssen. Aber dass man eine Vertretung hat, die anders als der heutige sehr zahnlose Nachhaltigkeitsrat oder der ebenso zahnlose parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung tatsächlich sowas ist wie eine Stimme der künftigen Generationen, könnte man auch etwa formieren als eine Art ständige Enquete-Kommission, mit denen hat man ja in der Politikberatung sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man zur Hälfte diese Kommission oder diesen Rat besetzt aus Parlamentariern und zur anderen Hälfte vielleicht aus jungen Menschen unter 20 oder von mir aus unter 30, dann könnte ich auch noch mitmachen, die vom Bundespräsidenten oder wem auch immer ernannt werden. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man das demokratische System bereichern kann, weil Demokratie ist nie nur ein System. Wir müssen auch darüber sprechen, welche Demokratie wollen wir, und es gibt 1000 Möglichkeiten, Demokratie zu gestalten. Die Zentralbank ist auch unabhängig und von der Regierung nicht legitimiert, hat aber trotzdem sehr große Macht über die Wirtschaftspolitik. Dieser Zukunftsrat hätte wesentlich weniger Einfluss. Wenn ich ganz kurz darauf reagieren darf, also diese Ideen von dritten Kammern werden immer wieder vorgebracht von ganz unterschiedlichen Gruppierungen. Zum Beispiel wünschen sich die deutschen Kommunen nichts mehr als eine dritte Kammer, um endlich Kommunalinteressen vorzubringen. Das soll es jetzt nicht abwerten, ist natürlich ein reizvoller Gedanke, weil er zeigt, naja, irgendwas fühlt sich in der Bundesrepublik immer nicht ausreichend berücksichtigt. Nur die andere Perspektive, meine Perspektive auf das politische System ist das, dass es ca. 60% der Bürger nicht verstehen,
schon in seiner jetzigen Komplexität. Das ist hier ehrlich gesagt eine ziemlich elitäre Gruppe, die hier beisammen sitzt. Sie verstehen alle das politische System, gehe ich jetzt mal grundsätzlich davon aus. Und Sie könnten alle mit solch einem dritten Gremium auch noch wunderbar umgehen. Ein Großteil der Menschen hat schon größte Schwierigkeiten, überhaupt zu begreifen, was der Deutsche Bundestag und was der Deutsche Bundesrat eigentlich sind. Und dann noch verstehen zu sollen, was jetzt da eine dritte Institution bewirken soll, und dass die dann doch wieder keine Rechte hat, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das würde meines Erachtens den Politikverdruss, den ich für unser Hauptproblem halte, egal welche Generation davon befallen ist, das halte ich für das größte Problem der Bundesrepublik, und der würde dadurch meines Erachtens eher gefördert werden. Also da bin ich ehrlich gesagt einfach zu ernüchtert inzwischen. Ja, ich überlege gerade. Ich meine, ehrlich gesagt, so blöd sind die Leute nicht da draußen. Tut mir leid, ja. Also auch meine Verwandtschaft mütterlicher, naja, ich komme, der Herr Gründing habe ich gelesen auch, ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen zur Hälfte. Also die das mag schon sein, ja, zur Hälfte, das muss ich ehrlicherweise sagen, ja, weil ist ja auch egal, woher ich komme, aber... Ich kenne schon blöde Leute, aber ich kenne auch wahnsinnig. Sie haben gesagt, also ich habe nicht gesagt habe gesagt, die Leute verstehen und politische Prozesse nicht. Das Wort blöd haben Sie benutzt, nicht ich. Okay, ich meinte das auch gar nicht despektierlich, sondern so nach dem Muster, das ist hier jetzt alles ganz abgehoben und die kapieren das nicht, ich weiß es nicht. Ich bin auch mit dieser Politikverdrossenheit, ich meine, wenn man mal in die Geschichte der deutschen Politik schaut, der deutschen Demokratie, dann war diese Parteien- und Politikverdrossenheit schon immer auch das Privileg von einem großen Teil der Intelligenz. Ja. Da muss man nur mal gucken, das fängt schon bei Hegel an, wie der über Parteien redet. Ja. Liest man mal bei Thomas Mann in den 30er Jahren nach. Zitat von einem bekannten Politikwissenschaftler aus den 50ern. Das Einfachste, was immer geht, ist, sich über Parteien lustig zu machen. Und das geht halt heute auch. Die Zeit hatte, ich weiß nicht, ob Sie das erinnern, vor den Bundestagswahlen 30 Top-Intellektuelle befragt. Zu ihren Wahlpräferenzen, und da kommt eben auch zu, ich glaube, mit einer absoluten Mehrheit von 56% dieser Verdruss raus, womit ich nicht bestreiten will, dass es nochmal eine Entwicklung weggibt von den Volksparteien. Das kann man sagen, für die Grünen gilt es eigentlich nicht. Aber da wäre ich auch vorsichtig. Ich finde diese Sache mit der Enquete interessant, weil in der Tat, ich glaube auch, das sind ja sowieso nur kleine Mosaiksteine. Man müsste mal diese ganzen Vorschläge untersuchen, wo sie die Demokratie wirklich bereichern oder wo der Reflex ist, wir ziehen es aus der Demokratie ab. Das wäre für mich der Unterschied. Und in der Tat, wenn wir etwa eine Enquete hätten, die sozusagen von dieser Perspektive wachhält im demokratischen Prozess, finde ich das erstmal einen interessanten Vorschlag. Absolut. Also selbst wenn man es nicht versteht, hilft es vielleicht dem einen oder anderen Abgeordneten, sich daran zu erinnern, dass es da ein Problem gibt, so wie bei anderen auch. Was ich hochproblematisch finde, ist das Bild mit der Bundesbank. Weil das ist genau das Problem. Sind wir der Meinung, dass die Generation, ich bleibe jetzt mal in Ihrem Bild, aber auf das kam ich auch erst vor einem Jahr, weil also es ist auch nicht so, dass ich da jeden Tag das Gleiche denke seit 20 Jahren. Sind wir der Meinung, dass diese Generationengerechtigkeitsfrage im Grunde so verwaltet werden soll, wie der Zinssatz von der Bundesbank. Ich spitze jetzt zu, aber das war ja das Bild. Sie haben ja gesagt, die sind auch unabhängig, die haben auch Experten. Und das meine ich eben genau nicht. So, das geht nicht, sondern das muss schon im Parlament oder in welchen demokratischen Verfahren auch immer bleiben.
Ich würde gern, bevor wir auch Sie alle mit einbeziehen, nochmal in die Diskussion, nochmal hier im Podium eine letzte Frage, also auf die du mit den Vorschlägen, Wolfgang, ja schon hingearbeitet hast. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wer trifft eigentlich Entscheidungen. Aber ich möchte doch gerne nochmal wissen, welche Policy oder welche Gesetze braucht eigentlich Generationengerechtigkeit? Ganz kurz vielleicht, ich weiß, von der Stiftung Rechte zukünftiger Generationen gab es mal diese Initiative in der 16. Legislaturperiode, wo sie versucht haben, Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz zu bringen. Ja, vielleicht nochmal kurz. Also dieser Antrag damals, ich sage es nur für eure und ihre Information, ist natürlich phänomenal gescheitert, obwohl die 106 Abgeordnete unterstützt haben. Aber was drin stand, war einfach nur im Artikel 20b ins Grundgesetz soll eingefügt werden, wir sind für Generationengerechtigkeit oder so ähnlich, Punkt. Das ist natürlich ein Staatsziel, das sehr inhaltsleer ist, weil dann kann man im Zweifelsfall doch wieder Karlsruhe anrufen und dann entscheiden, wie viele Richter, 5 oder 6 Richter entscheiden dann, was Generationengerechtigkeit zu bedeuten hat. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Und deswegen habe ich dem Antrag, den wir nun moderiert haben und nicht selbst geschrieben haben, keine sonderliche Träne nachgeweint. Welche Policy, also welche Politikinhalte brauchen wir? Schwierige Frage. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir fordern von der Stiftung einen Generationensoli in Form einer höheren privaten, einer höheren Erbschaftssteuer auf große private Vermögen, um daraus mehr für Bildung und Kinderbetreuung zu finanzieren. Das, glaube ich, würde sowohl der Generationengerechtigkeit gut tun, als auch der sozialen Gerechtigkeit gut tun. Denn nichts wird so stark umverteilt wie über das Erbe. Und insofern wäre das ein Vorschlag, den doch die Kinder und Jugendlichen hier in Deutschland ganz gut brauchen können und der dann im Endeffekt allen hilft. Frau Münch. Meines Erachtens braucht Generationengerechtigkeit kein zusätzliches Politikfeld. Generationengerechtigkeit ist meines Erachtens eine Querschnittsaufgabe. Und das ist ja genau Ihr Punkt auch gewesen mit der dritten Kammer. Und Generationengerechtigkeit braucht Wahrnehmung. Und zwar Wahrnehmung, und da gebe ich Ihnen dann auch schon wieder recht, Herr Siller, Wahrnehmung nicht nur, wir sind die Mehrheit, sondern eben auch ein darüber hinausdenken. Und um nochmal zum Parlament der Generation zu kommen, da war im Großen und Ganzen, also ich habe gesagt, es gibt Alterseffekte, es gab Alterseffekte, aber insgesamt war unsere Beobachtung schon, dass Menschen in der Lage sind, sich erstens in andere Generationen hineinzudenken, weil sie, und selbst wenn sie nicht Eltern sind und nicht Großeltern sind, also zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo noch eine Nichte oder einen Neffe hat oder auch im Freundeskreis an jüngere Menschen denkt, also Menschen sind grundsätzlich nicht so egoistisch, sondern durchaus altruistisch, also das war die Wahrnehmung, dass es das schon gibt. Nur das ist natürlich, müsste sich manifestieren noch, und da ist genau die Schwierigkeit. Manifestiert es sich dann auch, wenn Interessenskonflikte in Anbetracht knapper Ressourcen sind. Aber auch da ist wahrscheinlich eher die Kunst, vielleicht dann auch der Politik manchmal deutlich zu machen, was ja auch jetzt schon gelegentlich versucht wird, dass die Interessen von Pflegebedürftigen und die Interessen von Menschen mit kleinen Kindern gar nicht so weit auseinander sind, zumindest was das tägliche Leben angeht. Peter, deinerseits noch Vorschläge, welche Gesetze Generationengerechtigkeit braucht oder welche ersten Schritte vielleicht? Also ich habe das ja eingangs schon gesagt, es gibt ja so ein paar Felder, da gibt es einen relativ entwickelten Diskurs. Ich denke, da vermute, dass wir uns da auch in der Grundrichtung einig sind, insbesondere was die Rentenfinanzierung anbetrifft. Wo wir jetzt eher sagen würden, das muss eine armutssichere Rente sein, also insofern eben auch für zukünftige Generationen armutssicher und damit weg sozusagen von dem Statusprinzip, zumindest von dem starken Statusgedanken. Dann gibt es da das riesige Problem, das ja interessanterweise auch niemand anfasst, wie macht man das mit den Beamten? Wie macht man das mit den Selbstständigen?
Da haben wir, glaube ich, Erwartungen an die Politik so. Und dann gibt es, glaube ich, so ein paar Felder, das machen wir ja auch, wo man eigentlich nochmal so ein bisschen aus meiner Sicht neu nachdenken müsste. Was mich am meisten beschäftigt, ist, dass man diese Generationengerechtigkeitsfrage ja sehr stark, teilweise sogar ausschließlich, was, glaube ich, ein großer Fehler war, über diese Schuldenfrage aufgezogen hat. Jetzt sind Schulden, das wäre, ist ein eigener Abend, natürlich ein Problem, zumindest ab einem gewissen Umfang in einer bestimmten Konstellation. Aber was wir doch jetzt stärker sehen, und ich finde, dass da auch die Akteure der Generationengerechtigkeit nicht sonderlich gut drauf vorbereitet sind, ich schließe mich ein, ist die Frage, wie man eigentlich mit der Schuldenbremse oder einer bewussten Schuldenpolitik einerseits agieren will und andererseits aber diesen gigantischen Zukunftsinvestitionsstau lösen. Ich sage das jetzt mal, da gibt es Ideen, aber diese Debatte, das sollten wir viel stärker in den Vordergrund stellen, wie wir eigentlich für Zukunftsinvestitionen mobilisieren wollen. Und das hat natürlich eine steuerpolitische Seite, aber das hat auch eine Seite, wie man eigentlich diese drei Säulen gewichtet. Konsumausgaben, Sozialtransfers, Schuldenpolitik und Investitionspolitik. So, und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke. Daneben gibt es halt so Themen wie zum Beispiel ökologische Transformation oder auch, ich nenne mal noch ein ganz anderes Feld, Zeitpolitik, Arbeitspolitik, neue Politik der Lebensphasen, die es eigentlich bis heute auch noch nicht richtig geschafft haben, unter der Flagge Generationengerechtigkeit zu segeln, obwohl sie da zentral hingehören. So, und insofern, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Politikfeldern, die man nochmal neu auch mit diesem Argument der Generationengerechtigkeit ins Feld führen muss. Und das wird ja auch schon getan. Ja, herzlichen Dank erstmal soweit hier oben. Also die Rednerinnenliste führe ich. Wunderbar. Ich habe sie gesehen, aufgenommen und es sind noch zahlreiche andere Damen und Herren hier im Saal. So, der Herr rechts, links neben dir war der Erste. Dann habe ich gesehen Doris Wagner. Ich habe gesehen Herrn Wilkuszewski vom Tagesspiegel. Ich habe sie gesehen und dann habe ich sie auch gesehen. Ja, vielen Dank. Guten Abend. Frank Geratz ist mein Name. Ich hätte erstmal würde Ihnen gerne eine Beobachtung geben, wie die Diskussion bisher auf mich gewirkt hat und dann noch einen konkreten Vorschlag machen. Also was ich ein bisschen schade fand, war, dass... Ja, ich kann ja das Mikrofon näher halten. Also was ich schade fand, jedenfalls habe ich das so erlebt, ist, dass wir einen Teilnehmer auf dem Podium haben, Herrn Gründinger, der mehrfach konkrete Vorschläge gemacht hat, was man ändern, was man tun könnte. Und mein Erleben war, dass insbesondere Frau Münch im Prinzip jeden dieser Vorschläge sozusagen abgelehnt hat, aber nicht mit, für meinen Geschmack, konkreten inhaltlichen Argumenten, sondern weitgehend mit der Argumentation, da wird schon sehr lange drüber geredet. Das muss ja keine Begründung dafür sein, dass es falsch ist. Die Grünen haben auch in ihrer Anfangsphase jahrzehntelang wilde Vorschläge gemacht, die immer als abwegig hingestellt worden sind. Inzwischen sind die Mainstream der Gesellschaft. Und ich hätte mir gewünscht, wenn ablehnen, dann mit guten Argumenten. Habe ich nicht gehört. Bei dem Herrn Siller habe ich vor allem gehört, dass er die Hoffnung hat, dass die Abgeordneten sozusagen das Gemeinwohl vertreten. Ja, finde ich einen sehr guten Ansatz. Also nicht nur die Partikularinteressen, also als Grunderwartung. Aber worüber sich ja alle auf der Bühne einig sind, ist, dass sozusagen die Interessen der Zukunft in gewisser Weise nicht vertreten werden oder kaum vertreten werden. So, und so Vorschläge wie Bundesbankgremien und Rat von Zukunftsinteressen und so weiter werden weitgehend abgelehnt. Da würde ich gerne auf folgende Analogie hinweisen und fragen, warum man nicht die sich zum Vorbild nehmen kann. Wir haben noch so eine Gruppe, die sozusagen keine Interessenvertretung hat, das ist die Umwelt. Zentrales Gründungsthema der Grünen, also die
das Schicksal der nichtmenschlichen Natur, des Planeten und so weiter. Und da gibt es ja nun Sachen, da gibt es den Rat für Nachhaltigkeit, da gibt es WAU, gibt es WGBU, da gibt es Umwelt im Grundgesetz. Warum kann man das nicht im Analogschluss auch für die Zukunft machen? Also ähnliche Gremien und so weiter, ohne jetzt gleich eine dritte Kammer ins Leben zu rufen. Ich würde vorschlagen, wir sammeln jetzt mal eine Handvoll und dann gibt es die Möglichkeit, hier auf dem Podium nochmal Stellung zu nehmen. Danke, Frank und Doris. Ja, danke. Wir haben gerade was von Generationengerechtigkeit im Grundgesetz gehört. Wenn ich mir angucke, ich komme aus der Frauenpolitik, da steht schon seit ewigen Zeiten drin, dass wir Geschlechtergerechtigkeit oder Gleichstellung haben möchten. Das führt nicht wirklich zum Ziel. Aber das ist nur die Vorbemerkung. Ehrlich gesagt ist es mir ziemlich schnuppe und ich glaube nicht, dass es eine Gefahr für die Demokratie ist, wenn ein paar Intellektuelle Gedankenspiele darüber machen, dass sie nicht wählen gehen. Ich glaube, das Problem für die Demokratie ist vielmehr, dass wir insgesamt so eine niedrige Wahlbeteiligung haben. Und da glaube ich nicht, dass die Leute zu blöd sind, das zu kapieren. Sie interessieren sich häufig gar nicht dafür. Und ich glaube, das stammt daher, dass viele einfach nicht gelernt haben, dass sie wirkungsmächtig sein können, wenn sie mitwirken am politischen Prozess. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, Menschen so jung wie möglich schon in den politischen Prozess einzubinden. Und zwar altersgerecht. Und deswegen halte ich die Absenkung des Wahlalters für ganz unbedingt wichtig. Das muss natürlich flankiert werden mit anderen Maßnahmen. Das ist damit nicht getan, dass ich jemanden mit 16 an die Wahlurne schicke, sondern das muss flankiert werden in Schulen, in Jugendeinrichtungen, überall, dass Menschen lernen, dass sie wirkungsmächtig sein können, wenn sie an diesem Prozess teilnehmen. Das ist mal das eine. Dann haben wir ja gerade bei der Bundesregierung erlebt, es gibt sowas wie einen Demografie-Check, was ich eigentlich für eine gute Idee halten würde, weil es dazu führen würde, dass eben Generationengerechtigkeit zu einer Querschnittsaufgabe wird, die uns immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Leider ist das nur ein, wie soll ich das sagen, ein zahnloser Papierträger, weil das völlig sanktionslos ist. Es muss nicht angewandt werden. Also es gäbe Möglichkeiten, dass wir uns als Parlamentarier auch selber, sag ich jetzt mal, Regeln geben, damit die Interessen der künftigen Generation gewahrt werden, dass wir Räume frei halten, in denen künftige Generationen noch selber gestalten können. Aber das lässt sich, ich würde es immer wieder versuchen, aber im Moment lässt es sich bei der aktuellen Konstellation leider noch nicht durchsetzen. Wir sind gerade grandios gescheitert mit so einem Antrag im Bundestag, dass wir Kindern und Jugendlichen mehr Partizipationsmöglichkeiten einräumen möchten. Ich will kurz, nehmen Sie das Mikro schon, Herr Wilkuszewski, ich will kurz nochmal gerade zu diesen zwei Statements hier auf dem Plenum zurückfragen. Also zum einen war die Frage, bringt, kann uns nicht die Analogie zur Umwelt eigentlich sozusagen weiterbringen? Und ist nicht das eigentliche Problem für die Demokratie die niedrige Wahlbeteiligung? Und müssen nicht doch jüngere Menschen früher sozusagen an demokratische Prozesse herangeführt werden? Wolfgang. Interessante Analogie, die sich auch zum großen Teil überschneidet. Es steht aber ja schon die Umwelt im Grundgesetz, wie Sie richtig anmerkten. Nur es hat nicht so viel gebracht. Die Energiewende kam nicht deswegen, weil Umwelt im Grundgesetz Artikel 20a steht. Und heute wird weltweit mehr Kohlendioxid in die Luft geblasen als jemals zuvor. Ich glaube, wenn man sowas ins Grundgesetz schreibt, dann muss es sehr konkret sein. Eine konkrete Regel, die auch justiziabel und nachweisbar ist. Sonst bringt es gar nicht. So global galaktische Ziele reinzuschreiben, wir sind für das Gute und die Würde und so weiter, bringen uns zweifelsfall nicht so viel. Aber ich glaube, die Anregung ist ganz interessant. Noch eine Anmerkung vielleicht zu dem, was Frau Wagner gesagt hat. Politikverdrossenheit, niedrige Wahlbeteiligung auch unter jungen Menschen ist ein Problem. Wir haben gerade von der Stiftung einen Demografiepreis ausgeschrieben für junge Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen sollen, warum ist sie so niedrig und was kann man dagegen tun. Es gibt auch Geld zu gewinnen, also jeder, der sich jung fühlt, kann sich auch beherzigt fühlen, da mitzumachen. Wird jedenfalls eine sehr spannende Sache. Peter. Also ich hoffe, dass es irgendwie rüberkam, dass es aus meiner Perspektive sehr darauf ankommt, jetzt zu sagen, was man genau meint. Ich habe ja gesagt, Wahlalter mit 16 ist aus meiner Sicht außer Frage.
Ich würde es auch noch mit 14 oder mit 12 diskutieren, aber das ist was ganz anderes als zu sagen, Wahlrecht für alle und oder Elternwahlrecht. Ich sage es nur noch mal, und genau das Gleiche gilt auch für diese Rätekonstruktion. Ich glaube, Frank, dass die ihre Berechtigung haben, allerdings, das ist eben nur mein Punkt, in gewisser Weise als Knoten im Taschentuch oder zur Erinnerung an bestimmte Fragen und nicht mit der Idee, dass man dadurch sozusagen was außerhalb der demokratischen Entscheidung im Parlament oder auch an anderen demokratischen Orten installiert. Ja? Also da müsste man mal reden, wie das genau gemeint ist. Ich glaube, dass der Punkt, um den es mir geht, und ich weiß noch nicht mal ehrlich gesagt, ob ich da Hoffnung habe, ich glaube bloß, wir haben überhaupt keine Alternative, dass der auf was ganz anderes zielt, nämlich dass man im Grunde genommen nochmal, du hast es selber gesagt, eine Erwartung formuliert und eine Erwartung vielleicht sogar nicht nur formuliert, sondern Druck macht, dass die politischen Subjekte, und das heißt die Parteien und am Ende wir alle, in diesen Streit um das Gemeinwohl eintreten. Das ist der Punkt. Und da hilft dir, also ich sage das jetzt mal, da ist eine Checkliste gut. Ja? Und da sind auch andere Erinnerungen gut. Da kann auch ein Mahnmal gut sein. Aber diesen Kampf wird uns niemand ersparen. Es sei denn, wir sind der Meinung, dass das irgendeine andere Hoheit entscheiden sollte, jenseits der Demokratie. Das war sozusagen mein kleiner, einfacher Punkt in der Sache. Die Analogie mit der Natur, aber das ist wieder ein interessanter Abend, finde ich, was so eine Staatszielbestimmung anbetrifft oder so finde ich das interessant. Ich glaube, dass die an einem anderen Punkt total hinkt, weil die Natur, aber das rührt halt tief, ist für mich kein politisches Subjekt, dass man da dessen Interessen dann ein anderes Subjekt vertreten müsste. Die Natur wird uns übrigens auch um Milliarden überleben, nur mal am Rande. Also so dass ich die Natur erstmal schon als Umwelt übersetzen würde für Menschen und vielleicht auch Kreaturen, die irgendwie in Freiheit leben. Also das ist für mich eine ganz andere Kategorie, die Natur. Aber da kann man sicher auch lang drüber streiten. Okay, Herr Wilkuszewski. Vielen Dank zuerst für die anregende Diskussion. Ich habe ganz viele Punkte aufgeschrieben und Frau Schulte-Baste, Sie unterbrechen mich bitte, wenn ich länger als eine Minute spreche, weil dann nutze ich nur noch 10 Sekunden für den wichtigsten Punkt. Ich möchte als erstes ganz stark dafür plädieren, dass wir Generationengerechtigkeit nicht nur als Anliegen der zukünftigen Generation verstehen. Wir haben heute junge Generationen, oder mittlere Generation, ältere Generation mit Bedürfnissen, mit Interessen. Und dieses Thema muss unter dem Stichwort Generationengerechtigkeit genauso behandelt werden. Warum ist mir das so wichtig? Das Thema Schuldenbremse, man kann sie für sinnvoll erachten oder für weniger sinnvoll. Was ich wahrnehme in der politischen Diskussion ist, dass es schon auch sehr einfach ist und bequem, zu sagen, wir machen da mal was für die zukünftige Generation. Wir sparen mal ganz fest für die. Was ist denn mit der heutigen Generation? Sie erinnern sich vielleicht an dieses Plakat, das im Rahmen der Rente mit 67 plakatiert wurde, der Handschlag zwischen Jung und Alt. Und drüber stand so ungefähr, die Rente mit 67, das macht Opi für den Enkel so ungefähr. Ich weiß nicht, wem es noch aufgefallen ist, aber der Opi zahlt da nicht, sondern das war der Junge, der dafür zahlt. Also das zeigt einfach auch, wie dieses Thema gestaltet werden kann, um gewisse Inhalte zu transportieren und auch vielleicht Sachen zu umgehen. Herr Siller, ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir brauchen einen Streit um das Gemeinwohl. Absolut, aber ich finde, wir brauchen auch erst einen anderen Schritt, und zwar müssen wir die Interessen klar werden lassen. Das Parlament der Generationen hat gezeigt, dass eine Auseinandersetzung darüber stattfinden kann, aber dass oft die Teilnehmer auch nicht genau wussten, wie sollen sie ihre eigenen Interessen mit den Gemeinwohlinteressen abwägen. Dieser Diskurs hat nicht stattgefunden, weil er von oben herab, zum Beispiel auch von der Kanzlerin,
verleugnet wurde, indem sie sagte, alle Anliegen jeder Generation stehen gleichberechtigt nebeneinander. Das ist faktisch nicht so. Also es werden jeden Tag politische Entscheidungen getroffen, die eine Generation bevorteilen und die andere benachteiligen. Der letzte Punkt, was kann getan werden? Wolfgang, du entschuldigst, wenn ich sage, Enquete-Kommission, Herr Siller, Sie hatten das auch favorisiert. Enquete-Kommissionsberichte liest kein Mensch. Ich lese sie, Wissenschaftler lesen sie, die Enquete-Kommissionsmitglieder lesen sie. Und sonst verstauben die leider in den Archiven. Sie sind wunderbarer Fundus für Anregungen, für Datenmaterial. Ich sehe es nicht als praktikabel, um so einen Diskurs zu führen. Was ich glaube, und bitte glauben Sie mir, dass das nicht abgesprochen ist mit Frau Münch, die ja eine Akademie für politische Bildung in Tutzing leitet. Was ich wirklich glaube, ist, dass es eine zentrale Frage der politischen Bildung ist. Und es kam mehrfach auch auf in der Diskussion. Und das Parlament der Generation war ein tolles Beispiel dafür, wie so ein Prozess angestoßen werden kann. Und wenn das irgendwie in die Breite gehen kann und vernetzt werden kann mit bestehenden Institutionen, dem wirklichen Parlament, dem wirklichen Bundestag, Landesparlament und so weiter, dann wäre das vielleicht ein gangbarer Weg. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sie können genau das Mikro gleich nach rechts weitergeben. Ja, vielen Dank. Ich habe nur eine kurze Frage, die vielleicht an den letzten Punkt meines Vorredners anschließen kann. Hier bei der Diskussion und auch generell bei dem Thema wird ja davon ausgegangen, dass eins der großen Probleme ist, dass einfach dann die junge Generation sich selbst nicht mehr wird vertreten können, weil es schlicht zu wenige sind. Was mich interessieren würde, was gibt es denn eigentlich für Anstalten, das geht dann nicht nur in den Bereich der politischen Bildung, sondern auch in die Arbeit der Parteien hinein, wirklich zu versuchen, junge Mitglieder für sich zu gewinnen, weil es ist ja nicht nur so, dass junge Leute weniger zur Wahl gehen, sondern dass auch einfach immer weniger junge Leute tatsächlich Interessen haben, in die klassischen Parteien einzutreten und dort Politik zu betreiben. Genau. Der Herr hier vorne und ich fürchte, mit Blick auf die Uhr wird es auch unser letzter Wortbeitrag sein. Dann würde ich gerne nämlich hier oben nochmal eine Abschlussrunde auf dem Plenum machen. Ich wollte das nochmal in die Richtung bringen, bezogen auf Familienwahlrecht oder auch diese ganze Frage, hat mir so zu sehr, so aus den 70er Jahren kenne ich das noch, wenn zu stark mit moralischem Rigorismusart argumentiert wird. Ich weiß selber in der Gründungsphase der Grünen, als diese neuen sozialen Bewegungen da aufgekommen sind, die ein Stück weit der Nervo und auch für die Gründung der Grünen Partei war, da war immer die Frage, wir müssen halt diesen vermeintlichen moralischen Rigorismus überwinden und deswegen auch Parteigründung, also war es ja dann auch ein Stück weit, das heißt also politisch wirksam werden. Das heißt also, Partizipation, also nicht nur als Partizipation, sondern als wirksame Partizipation zu verstehen. Und das ist die Frage natürlich nach dem Verfahren. In der Demokratie geht es alles um Verfahren und schon der alte Lassalle hat das mal ganz klar auf den Punkt gebracht. Verfahrensfragen sind immer auch Machtfragen. Das heißt ganz konkret, wenn also die ganzen Kommissionen oder Enquete oder Dritte Kammer oder was das alles immer sein soll, wenn man es mal abklopft, wenn das mehr sein soll als bloßer vorparlamentarischer Raum. Und selbst wenn es im vorparlamentarischen Raum stattfindet, dann kann man am Beispiel der Atommüllfrage und Enquete-Kommission merken, wenn es wirklich konfliktreich wird, dann wird es möglicherweise zu fast, das kann man, dass also zum Beispiel die großen Umweltverbände wie Greenpeace und so weiter und auch von Gorleben, sie haben Sachen, sie diese Alibi-Veranstaltung machen sie mit, nicht mit. Daran merkt man das und von daher scheint mir das zumindest erstmal eine Frage zu sein, der Verzahnung der Generationenfrage darüber hinaus, wenn es um Demokratie geht, da muss man auch die strukturellen Bedingungen, die dazu führten, zum Beispiel dieser dritte Punkt, dass die Provinz immer mehr verödet, also dass Leute wegziehen und also verflacht. Im Grundgesetz steht etwas von der Gleichheit aller Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland. Ja, das steht so schon nicht mehr so. Es steht da die Gleichwertigkeit, aber... Ja, zumindest, daran merkt man doch schon, wie haarig das ist, dass man das immer dann so dreht, wie man es will, also so vage hält und immer die Prozesse. Und eine andere Frage ist,
die Frage der Zentralisierung bis hin nach Europa, dass also die kommunale demokratische Ebene immer mehr ausbricht, dass man nicht mal mehr Kommunalvertreter, Bürgermeister auf kommunaler Ebene findet, weil sich das keiner mehr antun will, weil es immer mehr die Machtfragen sich nach oben verschieben. Herzlichen Dank. Wir wollen den Damen und Herren hier auf dem Podium noch die Möglichkeit geben, zu diesen letzten drei Fragen nochmal in einer Art von Schlussstatement auch nochmal Stellung zu nehmen. Frau Mönch, wenn Sie beginnen mögen. Ja, ich würde gerne eine Brücke schlagen zwischen dem, was Frau Wagner relativ früh schon gesagt hat und zwischen dem Punkt, den Frau Ziesinger vorher noch angesprochen hat. Nämlich Frau Ziesinger hat gefragt, was tun die Parteien gegen Mitgliederschwund, was tut man insgesamt dafür, dass sich diejenigen, die artikulationsfähig wären, auch tatsächlich artikulieren. Und meines Erachtens ist tatsächlich die Hauptherausforderung, und dann wäre nochmal ein Brückenschlag zu Herrn Wekoschewski, diese Wirkmächtigkeit herzustellen. Also den Punkt, den die Frau Wagner angesprochen hat, wie ich beteilige mich nur an einer Partei, ich beteilige mich nur an Wahlen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich erstens dieses politische System ein bisschen durchschaue. Sie glauben alle, die Leute tun es. Ich hätte da eine sehr negative Sicht der Menschen. Ich kann Ihnen Geschichten erzählen, da wären Sie leider nicht mehr so ganz optimistisch. Und aus dem Grund, dieser Bildungsaspekt ist relativ wichtig. Also wir können, junge Menschen beteiligen sich dann stärker, wenn man sie dazu motiviert und wenn man ihnen das Gefühl gibt, es lohnt sich, was zu tun. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass diese Politik ohnehin an mir vorbei entscheidet oder noch viel schlimmer, dass die Politik zwar entscheidet, es aber nicht wirkt, Frau Wagner, das ist noch viel schlimmer. Wenn ich mich nicht nur selbst für nicht wirkmächtig halte, sondern auch die Politik für nicht wirkmächtig halte. Und ein nennenswerter Anteil der bundesdeutschen Bevölkerung beantwortet Umfragen, ob man Politik für wirkungsvoll hält, mit Nein. Das ist noch viel schlimmer, als die eigene Ohnmacht wahrzunehmen. Wenn ich dann nicht mich nur als Bürger ohnmächtig fühle, sondern auch noch die Politiker der Ohnmächtigkeit verurteile. Und damit kann man im Grunde allerhöchstens mit Bildungsmaßnahmen meines Erachtens ein bisschen dagegen wirken. Ja, die beiden Statements der Herren habe ich als Statements verstanden, nicht als Frage. Und ich stimme den beiden auch zu. Die Frage von Frau Ziesinger, glaube ich, ja. Wie bekommen die Parteien junge Menschen wieder an sich gebunden? Es gibt da leider nicht viele schlaue Antworten darauf. Ich habe das mal versucht rauszufinden und habe mich bei den Piraten umgeguckt. Ich bin selbst Sozialdemokrat, habe dann als Doppelagent ein Buch über dieses Doppelagentendasein geschrieben und war zwischen den beiden Parteien doch sehr hin und her geworfen, weil die SPD ist eine sehr alte Partei mit vielen Traditionen, mit vielen Pfadabhängigkeiten, während die Piraten eben genau das Gegenteil waren. Und ich habe versucht herauszufinden, was kann man denn von den beiden lernen und vielleicht dann besser machen. Aber es ist oft eine Kulturfrage und die kann man schwer in Strukturen fassen und die kann man vor allem schwer top-down steuern. Bei der SPD sieht der normale Ortsverein oder wie er hier in Berlin heißt, die Abteilung so aus, ich komme zum Punkt, ich habe den kritischen Blick gesehen, dass man sich einmal pro Monat im AWO-Café trifft und dann wird über Fragen diskutiert. Ja, wir müssen noch Briefe rausschicken, weil unsere Mitglieder haben so 50% keine E-Mail. Und das natürlich nicht das Lebensgefühl des jungen Menschen repräsentiert. Und auf dieses Problem müssen Parteien eine Antwort finden. Ein weiterer Abend, den wir bestreiten müssen, was können die Parteien tun? Aber in der Tat, ich bleibe bei dieser Demokratie-These. Wenn wir der Meinung sind, wir lösen das in der Demokratie gemeinsam und nicht sozusagen, indem wir das rausnehmen und rechtlich auslagern und so, ja, dann ist eine entscheidende Frage, die nach der Zukunft der Parteien und der Parteiendemokratie ist nicht die einzige, klar, aber das ist eine ganz entscheidende. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel tun kann. Man kann viel tun, indem man Parteien öffnet, indem man sie durchlässig macht. Da sind die, glaube ich, erst ganz am Anfang. Aber man kann vielleicht sogar noch mehr tun, indem man mit Leidenschaft für Anliegen begeistert und nicht zum Funktionär wird,
der im Grunde nur noch alle 4 Jahre sein eigenes Mandat sichert, indem er sich stromlinienförmig in der eigenen Partei bewegt. Und diese Begeisterung und auch der Mut zur Kontroverse und der Mut zum Streit, auch auf eigenes Risiko, ja, das halte ich für eine Tugend, an die wir gerade, wenn wir über Generationengerechtigkeit erinnern sollen. Denn in den Parteiszenen, das wissen wir nun wirklich alle, ist die Versuchung natürlich wahnsinnig groß und sogar total nachvollziehbar in gewisser Weise, dass man nicht sozusagen in der eigenen Basis aneckt. Das ist doch völlig klar. Ja. Und noch ein letzter Satz. Wenn Sie sagen, so eine Idee wie Enquete oder was immer uns da so einfällt, das sei doch irgendwie dann aber auch nicht so richtig hart, sondern das sind dann Anregungen, vielleicht liest sie keiner. Okay, ich erinnere mich auch an Enquete-Kommissionen, die waren ein bisschen einflussreicher, ja, das gab es auch. Aber in gewisser Weise, um es nochmal spitz zu sagen, ich würde sagen, in der Demokratie kann sowas am Ende des Tages, ob mit suspensivem Veto oder ohne, auch eben nur eine Anregung sein. Denn entscheiden müssen es halt die politischen Entscheidungsträger. Tut mir leid. Ja. Und das war ja gerade die These. Da kommen wir nicht drum rum. Und deswegen auf ins Getümmel, auf in den demokratischen Kampf und die Demografiefrage und Generationengerechtigkeitsfrage hochhalten. Besseres Schlusswort kann man eigentlich nicht finden. Auf ins Getümmel, auf in den Streit um das Gemeinwohl, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen herzlich, einigen von Ihnen für einen langen Tag und sehr produktive und spannende Diskussionen, den meisten von Ihnen für die Diskussion hier. Kommen Sie gut nach Hause und haben Sie ein schönes Restjahr, falls wir uns nicht wiedersehen. Tschüss.